Herr Marc von Business Studio Wien, mein Telefon klingelt. Hallihallo. Ha, Linda. Hallo? Ja, grüß dich. Du hast ja gerade hier im Live-Chat noch geschrieben, Skype drin. Ich hab's geschafft. Das ist wie Lotto spielen. Nein, also, aber ich bin schon, ja, wir versuchen uns natürlich zu möglichst schnell für euch zur Verfügung zu stehen. Ganz klar. So, ich mach dir mal auf Vollbild. So, was darf ich für dich denn tun, meine Liebe? Also, ich habe zwei Fragen. Ja. Das erste ist, ich habe da, siehst du das? Ja. So ein Doppel-Inner-Conch mit yes. so Ringen. Mhm. So, und jetzt habe ich da hinten plötzlich... Ey, ein Stück zurück den Kopf, ein Stück zurück. Ja, ey, ey, okay. Ja, sieht man. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon bald seit einem Monat oder so. Ja, das sieht mir so aus. Sieht mir schon aus, ein bisschen länger. Das geht aber immer weg, alle paar Tage, und dann kommt es halt wieder. Mhm. Ja. Was könnte ich da machen? Ja, erstens Ohr abschneiden. Das geht immer. Oh. Und zweitens, also pass auf, wir müssen kurz eine Analyse machen. Ich mache dir die gleich. Zweite Frage, was war die zweite Frage? Das zweite ist dann wegen dem Dermal Anchor. Okay, machen wir erst das Ohr fertig. Also, ja. Frage Nummer 1. An dich jetzt. Wann hast du ja. das stechen lassen? Vor 4 Monaten. Okay. 4 Monate müsste es her sein. Ja, beide auf einmal? Ja, beide auf einmal. Obwohl? Ah, nein, Moment einmal. Wann war denn das? Oh ja, 5,5 Monate. 5,5 Monate, das habe ich mir ja eigentlich ausgerechnet vor ein paar Tagen. 5,5 Monate ist es her. Dann war ich aber nochmal bei dir, weil... Ich, wie heißt denn die Salbe, die Propaganda-Salbe habe ich bekommen, ja. weil das da war. Dann haben wir so einen längeren Stecker reingegeben und dann, ja, und jetzt habe ich halt die Ringe da drin. Die habe ich dir reingemacht noch, oder? Ja, die hast du mir noch reingegeben. Und wie lange sind die jetzt drin? Ungefähr? 1,5 Monate. Mhm, okay. Also es ist oft so, dass das halt, sage ich mal, wahrscheinlich noch in der letzten Konsequenz für dich, für dein Ohr, ein Tick zu früh war. Ja. Einfach, dass noch ein bisschen zu früh war, diese Ringe zu machen. Und jetzt durch das Schlafen, durch die Reize, die da drauf kommen beim Schlafen, beim Liegen auf dem Polster, das ein bisschen auslösen. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Also es ist jetzt nichts Tragisches, wo man sagt, um Gottes Willen, da fällt dir das Ohr morgen ab. Aber wir können entweder mit Diprogenta versuchen, das nochmal in den Griff zu kriegen, wenn du nochmal weiter damit schmierst. Alternativ müsstest du einfach nochmal Stecker reintun, normale Titanstecker. Oder wenn du die Ringe behalten willst, würde ich echt Gold machen. Es ist meistens auch so eine Materialsache. Also das ist eine Mischung aus Ring als solches und Material. Wenn ich echt Gold habe, habe ich natürlich immer, sag ich mal, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sich das wieder beruhigt. Es liegt jetzt ein bisschen an dir. Aktuell mit Corona und allem ist halt so, dass man jetzt sich überlegen muss, was ist der sinnvolle Weg? Ich würde mir als allererstes, wenn du kannst, nochmal die Diprogenta besorgen, einfach beim Hausarzt anrufen, dir die kurz aufschreiben lassen, aber die Salbe bitte, und mal schauen, ob, wenn du die schmierst, ein paar Tage, ob das damit besser wird. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir immer nochmal, dann schicke ich dir was zu, dann nimmst du nochmal die Tarnstäbe rein, machst die Tarnstecker rein. Aber ich möchte jetzt versuchen, so wenig wie möglich tun, dass du so wenig wie möglich tun musst zu Hause in dieser Zeit. Weil natürlich jeder Wechsel ein Risiko birgt. Kriege ich es auf, kriege ich es raus, kriege ich es neu rein, kriege ich es zugeschraubt, verletze ich es mir in der Zwischenzeit und. Und je weniger ich da, sage ich mal, Schnittstellen habe, desto besser ist das Ganze. Also in der aktuellen Sache... Ja, ist das Fleisch oder was ist es? Nein, das ist so eine... Es ist so ein bisschen so ein Schorf auch, das ist so eine... Also es ist kein akutes Wildfleisch wie nach einem Neustechen, wenn jemand falsch gestochen wird. Das ist so ein bisschen eine Abwehrreaktion vom Körper aufgrund vom Ring... Und dem Material. Und dann, der Körper will halt da, sage ich mal, nachher vorne noch ein bisschen was, kommt damit einfach noch nicht ganz klar. Aber es ist kein Wildfleisch im Akutfall, wo man sagt, es ist nässend, offen, rot, saftelt und blutet. Das ist es nicht. Aber wir müssen es schon beobachten. Also von alleine wird es nicht weggehen. Aha, ja, okay. Und die Radikalvariante wäre halt Stecker reintun. Wenn du jetzt im Studio, wenn wir sitzen würdest am Stuhl, wir sagen, du, Linda, mach mal nicht lang rum, mach mal Stecker rein, fertig.
Aber wenn du jetzt so weit weg bist und wir durch Corona halt nicht zusammenkommen können, würde ich fast dazu tendieren, es mit Diprogenta zu versuchen. Und wenn du Erfolg hast, ist gut. Und wenn nicht, dann können wir immer noch Stecker reinmachen. Weil ich schätze mal, Ja, okay. in den nächsten Wochen werden wir irgendwann aufsperren dürfen. Ich habe da drei Dermal-Anker. Wann Und gestochen? vor anderthalb Jahren. Bei mir oder wo? Bei dir, Okay. ja. So, und jetzt ist der obere geht immer wieder auf, aber mein Papa arbeitet bei Lohmann und Rausch und jetzt habe ich halt diese Scheren, die da vorne so abgeflacht sind. Hoppla, da sieht man das. Ja, sehe ich schon. Ja, und mit denen geht das ja immer ganz gut zuzumachen. Ich habe ja 22 Piercings, ich tue ja immer wieder irgendwas damit. So, nur das Blöde ist jetzt, der mittlere, also der ist ja nicht beleidigt, aber der ist so grün geworden, der Stein, und ich weiß nicht, ob Okay. das eine Ablagerung ist oder was es ist. Und ich habe mir gedacht, ja, den tausche ich halt. So, nur, Hast du schon gemacht, oder? also bei dem oberen ist es kein Problem, da habe ich schon zwei, dreimal, habe ich den halt runterdreht und einen Ja. neuen draufdreht. Nur den kriege ich jetzt nicht runter und jetzt ist der gereizt und ich weiß aber nicht, ob das eine Ablagerung ist und das Schmutz ist, dieses grüne Zeug oder Also, ja. Fakt ist, das ist, du meinst es natürlich hier quasi an dem Übergang von dem Glitzerstein, an dem Rand quasi, ne? Da wird es dann so grünlich mit der Zeit um den Stein drumherum. Das ist also nichts anderes als leider Gottes eine normale Erscheinung. Bei manchen DAs kann das ein Jahr gehen, beim anderen geht es ein halbes Jahr oder ein paar Monate. Das ist wirklich ein bisschen ein Thema vom Material auch und auch ein bisschen Pechsache. Es ist nichts anderes als Shampoo, Wasser, Conditioner, Bodylotion-Reste. Und das in einer ganz minimalen Mischung. Und das sammelt sich dann einfach an und der eine Stein wird teilweise dann irgendwann so grünlich und der andere nicht. Das ist absolut nichts Schlimmes, es sieht halt blöd aus, aber sonst nichts. Die Zange, die du hast, ist okay, aber das ist eine sehr dicke. Also meine Arterienklemme, die wir auch verschicken über den Shop, ist viel, viel dünner, wie du siehst. Und viel, viel Ja. kleiner, viel spitzer. Mit der dicken, ich glaube, du tust dir mehr weh, als dass du dir hilfst. Und auch da wieder. Nutzen, Gefahr, sieht toll aus, hurra, aber die Gefahr ist viel höher als das Aussehen, würde ich nicht machen. Weil wenn du Dann da komme ich einfach, abrutscht, wenn du wieder offen hast und du ja, tauschst das, oder? richtig, weil wenn du da abrutscht, ich sagte ja, auf so einer Zange da hast du so viel Zug, so viel Kraft, du reißt dir das Ding so schnell kaputt, dass alles zu spät ist. Und jetzt ist das halt gereizt und was mache ich jetzt? Brontolinspray und wenn du eh die Depo-Genta hast, Depo-Genta drauf tun. Ja, Dann sind gut. alle Fragen geklärt. Die Dipogenta, die habe ich eh noch, die habe ich mal eh gekauft vor, keine Ahnung, 3 Wochen. Okay, gut. Aber ich habe es halt jetzt nicht drauf, denn ich war mir nicht sicher, ob das sein soll. Naja, ist gut, mach, wenn du sie hast, mach, ja. Okay, gut. Ja, ich wollte nur wissen, ob das halt Schmutz ist oder so, weil wenn das jetzt gereizt ist, dann wäre es ja jetzt nicht gut, wenn das jetzt noch drauf ist. Aber wenn es eh nur Conditioner ist oder so, dann wäre es ja wurscht. Ja, es ist nichts Tragisches, es ist nichts Gefährliches, es kann auch dein Piercing selber nicht entzünden oder reingehen. Das ist nur außen optisch nicht schön. Das ist wie ein altes Paar Ohrringe, das ein bisschen angelaufen ist. Mehr macht das nicht, da passiert ja nichts. Ja? Super, meine Liebe. Ja. Und gibt es bei euch Desinfektionsmittel? Bei Lungen Rauscher haben die noch was? Tja. Ja, muss ich ihm mal schreiben? Ich schreibe dir mal vielleicht, hä? Ja, sehr gut. Kannst machen. Ob du was tun kannst für mich. Jo. Gern, ja. Ja, weil es ist wirklich so, dass es gar nicht so leicht ist, dass wir Oberflächendesinfektionsmittel kriegen, weil wir sind super ausgestattet. Ich habe sehr viel immer lagernd und komme auch sicherlich 2 Monate damit locker durch. Aber man möchte ja trotzdem, ich möchte meinen Lagerbestand immer gleich haben und nichts verbrauchen, was ich eigentlich bei mir als eiserne Reserve habe. In dem her sind wir da Ja, immer ganz denkbar gut. ist es halt jetzt. Na, ja klar, logisch. Ja gut, dann hoffe ich, dass ich dir geholfen habe. Ja, Noch sehr vielen Fragen? Dank. Gut, dann danke ich dir für den Anruf. Danke, dass du auch brav zuschaust und dabei bist und mitmachst. Und ich wünsche dir alles Gute und nochmal bei allen Sachen keine Gefahr in Verzug. Warten, die Progenta nehmen und schauen, wie sich entwickelt. Und wir können uns gerne mal anschauen in den nächsten Tagen, wenn du möchtest. Und manche
manchmal ist es halt schon ein bisschen so nass oder so. Also ja, beim Ohr. Das ist schon klar, aber das ändert an der Grundlage, an der Tatsache nichts. Wenn wir es wirklich bekämpfen wollen, Ringe raus, Stecker rein, Wildfleisch ist drauf, ja, wäre die Bestlösung, wenn du hier im Stuhl wärst, hättest du das jetzt schon drin, wärst schon wieder auf der Straße draußen. Aber das können wir halt momentan nicht. Und das Risiko, sage ich mal, was du jetzt, wenn du es selber machen musst, ist mir fast zu hoch. Vor allem bei Doubles ist es echt schwer, weißt du. Bei einem geht es noch mit zwei Stück. Außer du traust es dir komplett zu oder jemand bei dir im Umfeld. Aber nachher geht irgendwas schief und du ärgerst dich. Okay, sehr gut. Ja, dann mache ich das so. Passt. Meine Liebe, danke dir. Tschüssi, baba, ciao. So, das war die Linda und der haben wir auch geholfen mit ihrem Implantaten und ihrem entzündeten Double Conch, beziehungsweise wo so ein leichtes, ja nicht wirklich schlimmes, akutes Wildfleisch ist, also da ist kein Grund, kein Gefahr in Verzug. Wenn du auch Hilfe brauchst, melde dich über mps@piercingstudio-wien.at bei Skype bei mir an oder über unser Kontaktformular auf den Homepages. Danke euch fürs Zuschauen, tschüss, baba.